auch einen tschechischen Begriff? Oder ist das was nur falsch? Entschuldigung, ich deutsche Sprache nur imitieren. Unbekannte, tschechische Mensch mit Messer, Schweinegerman. Primäre Motiv, das ist auch Sturm nach Ideologie in unserem Kopf, ja? Nach den Gedanken im Kopf, ja, ja, ja. Koran, Islam, Buddhismus, Nudismus, Nationalismus, Kapitalismus, Kommunismus. Slawisch und Germanisch. Mannschaft. Mannschaft? Mannschaft, alebo Menschschaft. Okay, wunderbar. Kommen Sie. Gut. Und ich bin hier geboren. Ja. Das habe ich. But not everybody who lives here is a friend of this Freundschaft. The communist ideology. German is bad. Okay. We are taught at school. Da haben wir einen alten Kirschenbaum, mehr als 70 Jahre alt, und er ist zerbrochen. Aber er war voll von Kirschen. So, wir haben die Kirschen gesammelt. Auf einmal ist ein älterer Mann erschienen. Er hat Deutsch gesprochen. Er hat gesagt, er heißt Edgar Menzen und er ist hier geboren. Er hat uns viel über das Ort gesagt. Und dann haben wir ihn zum Mittagessen eingeladen, Kirschenknödel. Und er wollte wissen, woher die Kirschen kommen. Also wir haben es ihm gesagt. Und er hat gesagt, das hat mein Vater mit seinem Bruder Paul Menzel aus Pilsberg gepflanzt. Also er hat die letzten Kirschen von seinem Baum gegessen. Also, die Deutschen haben hier, ich weiß nicht wie lange gelebt, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, und dann mussten sie einfach weg.
jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Sag mal, Heimat, gibt's dafür auch einen tschechischen Begriff? Oder ist das was Urdeutsches?